Was geht ab, meine Z-Fighter Osiria, und heute sind wir noch im Endeffekt im Neujahresbanner, denn das Banner geht auf Global in wenigen Stunden offline, aber auch auf der japanischen Version. Auf Global sollte das morgen sein, 29. Januar, 6.59 Uhr unserer Zeit, und auf JP 8.59 Uhr unserer Zeit. Jedoch seht ihr schon, ich bin im Step 4, ich habe hier auf jeden Fall schon gesammelt, also Step 4 vom zweiten Durchlauf. Würde euch daher gerne gleich meine ganzen Steps zeigen, indem ich hier gesammelt habe, habe ich alles quasi auf Video. Danach sehen wir uns dann wieder und machen noch die zwei letzten Steps. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was wir da ziehen. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Freunde, was geht ab? Heute im zweiten Multi zum Neujahresbanner. Ja, die Multis werden mal so und so reingeschnitten, beziehungsweise werden sie gesammelt, sage ich mal, aus den Summons, die wir hatten. Okay, Feature Charakter, einen haben wir eh im GSSS dort. Wir sind im Neo Guard Step, ist vom ersten Durchlauf. Wir sind im Stream. Viele Grüße und viele Shoutouts für die im Stream, denn wir haben gerade gemeinsam das Battlefield geschafft. Gottku. Ah, leider nicht. Wir haben gemeinsam das Battlefield geschafft, wirklich, da hat AGL Broly gerissen. Okay, wir fangen schon mit dem an auf jeden Fall. Und deswegen gibt es hier noch den Multi, sag ich mal, als Belohnung hoffentlich. Also im GSS dort, wir sind im Neogat, im Neogat Multi. Auf JP kann ich vieles annehmen, sag ich mal. Deswegen gucken wir einfach mal, was hier abläuft im zweiten Multi. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben schon, bist du, ey, ja, lieben Dank für die Follows, ey, für die 2 Euro. Weißt du, wann der Broly-Film in Deutschland auch in deutscher Sprache läuft? In Deutschland kommt er nicht auf Deutsch in die Kinoseele, sollte aber als Blu-Ray kommen. So bist du in der Physik-Connex, nehme ich auf jeden Fall an. Genau, korrekt. Oh, wow. Step 3 vom Neujahresbanner. Wir sind im Extreme Neo Guard Step. Ja, JP, wie oft, ich habe schon oft gesagt, auf JP kann ich einiges annehmen. Wäre natürlich cool, wenn wir mehr ziehen als zu den GSSR. Träume hat man. Schauen wir mal, wie es ausläuft, Freunde. In dem Multi. Gucken wir uns mal einfach das Ganze an. Wir gehen hier. Wisst ihr was? In dem Banner wäre Super Saiyan God Girl! Ja! Also wir haben auf jeden Fall schon den garantierten und darüber hinaus noch zwei weitere mindestens. Zwei weitere SSR. Alter. Okay, ja, JP nehme ich an, so ist nicht. Aber es hätte jeder andere Dokkan X sein können. Wisst ihr, was ich meine? Die Seekarakter, alles schön und gut, aber hätte legit jeder andere sein können. Ah, naja, gucken wir mal einfach mal. Ah, ich dachte gerade, dieser Goku, oh mein Gott. Ihr wisst ja, ich bin noch Thales, ne? Oh, leider kein Fake-Out. Leider kein Fake-Out. Was, welcher Extreme Neo Guard wieder wird es? Was denkt ihr, Freunde? Was denkt ihr, Freunde? Hä? War das der letzte? 100% ich krieg noch einen, John Ember. 100%. Spaß. Okay. War aber ein sehr guter Mutti. War aber ein sehr guter Multi. Wirklich, wir haben drei Featured-Charaktere gezogen. Also außerhalb den Gradierten noch zwei weitere. Das ist auf jeden Fall nice. Step 4. Vielleicht hilft es ja. Okay. Okay. Frucht des Machtbaumes mit einem Double Screen Crack. Heißt natürlich noch nichts, denn auf dem GSSR-Sort ist ja ein Dokkan exklusiver. Aber welche der Kategorie da ist es? Okay, es ist wahrscheinlich nur der letzte. Okay. Okay.
Okay. So, meine Damen und Herren, und willkommen zum finalen Step vom ersten Durchlauf. High Step 5. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir ein Elle bekommen. Sorry, so dezent nach dem Aufstehen einfach mal reingeguckt. Stones waren da. Deswegen würde ich sagen, ist schon ein geiles Gefühl, wenn man weiß. Beziehungsweise erstmal sorry, dass ich so verratzt aussehe, aber ich musste auf jeden Fall direkt rein. Und ich würde sagen, ist auf jeden Fall schon geil, dass man weiß, man zieht einfach ein Elle her. Aber Frage an euch: Welche Elle wird es sein? Was denkt ihr? Ich hoffe, es ist kein Elegorn, bitte. Hoffentlich ist es ein neuer Elle, so auf JP vor allem. Okay, Super 10-3. Und ja, das Gefühl, dass man einfach weiß, man zieht ein Elle, ist sehr geil, muss ich auf jeden Fall sagen. Jetzt, und ihr seht es, by the way, ist jetzt auch nach dem UI-Update. Ich habe ja immer für den ersten Step gewartet, bis wir Free Stones bekommen. Und tatsächlich, ich bin quasi mit dem ersten Durchlauf durchgekommen. Und ob wir den zweiten Wagen machen, weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal. Das ganze Banner geht ja, indem ich es noch aufnehme, bis zum 29. Januar. Jetzt bin ich drauf gespannt, was hier abgeht. Kommt schon. Okay, es wird spannend. Es ist nur der LR. Also nur der LR. Aber. Oh, LR Trunks. Kann ich mich nicht freuen, um echt zu sein. Hatte ich schon. Ich meine, es ist ein LR. Ja, geil. Aber. Ich glaube, wenn man schon ein LR garantiert bekommt, dann will man halt. Also die meisten. Also ich zähle dazu. Ich rede jetzt über mich. Dann will man einen neuen. Ist ein Dupe. Alles schön und gut. Aber ein neuer wäre geiler. Ja, Freunde, auf JP gerade unerwartet 777 Tage erreicht. Dazu gibt es natürlich den Champ. Aber auch 30 Stones auf der japanischen Version. Heißt, wir sind jetzt mittlerweile schon im zweiten Durchlauf auf dem JP Step Up Banner. Und ja, heißt, wir können jetzt hier vorerst den 20er mitnehmen. Ein Extreme Z Battle oder Issei Charakter ist auf jeden Fall garantiert im letzten Slot. Und ja, dann machen wir einfach mal so weiter. Also richtig nice auf jeden Fall, dass ich auf JP so viel mitnehmen konnte. Durch die Stones, die wir bekommen haben, durch die ganzen Events. Wie gesagt, ich warte auch noch eigentlich immer noch ab. JP-Dienste sind immer noch offline, indem ich das Ganze hier aufnehme. Deswegen mache ich die einfach so stepweise. Ich hoffe, das passt. Aber ihr seht auch schon, es ist schon nach dem Update. Und ja, dann machen wir einfach mal den Step hier. Gucken, was abgeht. Oh, okay. Ich dachte, es wäre dreifacher Gotenks. Wegen der Silhouette. Der ist ein bisschen ähnlich eigentlich. Aber wir haben hier unseren gerade den Extreme Z Battle Charakter. Und er ist. Ah, noch nicht schon einmal. Aber der jetzt sollte es sein. Und zwar, lol, okay, 10 sollte man können. Broly. So, Durchlauf 2, Step 2. Let's go. Wir kriegen auf jeden Fall, ja, den Super Neo Guard Leader. Auf JP habe ich keinen auf 100%. Also komme, was wolle, sag ich mal. Ich glaube, ich habe keinen Super Neo Guard Leader. Ich denke nicht. Guck mal einfach mal, was abgeht, wie gesagt. Und dann, ja, Stand. Welchem Step, welches Datum sind wir? Wir haben den 25. Januar mache ich den Step gerade und ich glaube, die letzten drei Steps, die kann ich mir nicht erfarmen, heißt so wirklich den Ablauf des Banners, werde ich mir dann ein paar Stones kaufen und da mache ich auf jeden Fall die letzten Multis noch, haue ich die auf jeden Fall raus, den LR am Ende nehmen wir noch mit auf den Kategorie Multi, bin ich natürlich gespannt, ja, wir wollen auf jeden Fall Talis, aber unser GSR in diesem Slot ist ja an der Stelle unser Boy vierfacher Kakarot. Okay, das ist eine Anspielung auf das Vierige. Ich verstehe. So, und jetzt der Extreme Neo Guard Step. Dezent am Morgen. Ich glaube, der Super Neo Guard Leader war, glaube ich, nachts. Und der ist morgens. Egal. Wir sammeln einfach mal jetzt hier bei dem Step. Gucken, was abgeht. Sorry dafür, dass ich so verpeilt bin, auf jeden Fall. Hat, glaube ich, kurz geleckt, aber man sollte alles wieder tun. Hast du mir einen Super Saiyan God? Ich dachte, weil so viele dabei waren. Aber genau, guck mal, was die abgeht hier an der Stelle dann. Sollte alles funktionieren. Yes, I hope so. Und zwar, ja, also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, wie die letzten Multis waren. Die sind ja immer über verschiedenen Tagen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir mehr als nur den GSSR ziehen. Auch wenn die GSSR-Slots auf jeden Fall sehr, sehr schön sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten Multis haben wir nur den GSSR gezogen. Kann mich auch täuschen, aber es ist Kid Buu. Alles klar, und das waren eben die Summons bis zum zweiten Durchlauf Step 4. Und hier bin ich natürlich darauf gespannt. Wir haben einen Kategorie-Leader im GSSR-Slot. Und wir wissen es,
Thales. Ja, wenn Thales ein Ding ist, dann ist das mehr oder weniger aktuell die letzte realistischste Chance für mich. Dementsprechend bin ich wirklich drauf gespannt, was hier gleich abgehen wird. Ob es nur der Katrina sein wird oder nicht, gucken wir einfach mal. Und danach haben wir noch einen weiteren LR. Darauf bin ich auch gespannt, Freunde. Und jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Ich weiß nicht, was hier abgeht, um ehrlich zu sein. Jedenfalls. Bis jetzt haben wir 10-19, alles klar. Ja, in den letzten Steps kamst du so vor, dass ich nur den GSSR hatte. Ich meine, man kann es nicht beschweren, ne? Denn der GSSR-Slot ist sehr gut vertreten. Das ist nicht der GSSR. Wow. Vielfacher Gogeta. Das ist nicht der GSSR, glaube ich. Es sei, ich habe nicht richtig mitgezählt. Vielfacher Gogeta. Sehr schön. Natürlich, ich hatte zwar Vielfacher Gogeta, aber den nehmen wir auf jeden Fall an. Wann kommt der GSSR? Vivo Vegeta! Ja, Mann! Oh mein Gott! Ein Dupe für Evo Vegeta! Ja, Mann! Das ist ein richtig geiler Summon! Perfekt! Oh mein Gott! Da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt! Denn ich habe mir ja gesagt, ich habe auf jeden Fall drauf gewartet bis Ende des Banners, bis ich ja quasi jeden Stone zusammenkratzen konnte, den ich konnte im Game, um da quasi zu summonen. Und jetzt im Endeffekt sind wir dann quasi hier im allerletzten LS-Step. Die zwei Multis muss ich mir dann quasi noch holen. Oh, Evo Vegeta Dupe! Mein allererster Dupe auf JP! Egal! Umso geiler, Freunde. Vertraut mir, JP ist immer da, falls es mal auf der anderen Version nicht gut läuft. Dementsprechend gucken wir uns mal den letzten LR-Step hier an der Stelle. Und ich bin echt aufgespannt, welcher LS ist. Wenn ich eins sagen darf, ohne vielleicht gierig zu klingen, es wäre cool, wenn es ein LR ist, den ich noch nicht habe auf JP. Im ersten Step haben wir gesehen, hatte ich LR Trunks, den hatte ich schon. Nicht schlimm, ein Dupe für LR Trunks, aber ich würde gerne wegen der Kollektion einfach einen neuen LR. Wäre cool. Jedenfalls gucken wir mal. Hast du mir Gotku? Es wäre so geil, wenn am Ende noch ein Gott gekommen würde. Aber bevor wir allzu greedy werden, nehmen wir uns quasi noch den letzten Step hier mit, Freunde. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Banner. Wirklich in der Geschichte Dokkans das beste Banner, was je vertreten war. Wegen den ganzen Steps und wegen dem, dass in den Steps immer sehr gute Charaktere viel garantiert waren, sag ich mal, im GSSR-Slot. Wenn ihr quasi auch noch irgendwo seid, wo ihr quasi nicht wisst, soll ich da noch reingehen oder nicht. Die Sache ist folgendes, müsst ihr selbst wissen, Freunde, der Banner geht halt legit demnächst offline. Ich wollte auf jeden Fall, kurz vor dem letzten Step, also vor dem LS-Step, das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen bin ich hier nochmal rein. Falls ihr noch reingeht, wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Welche LS wird es sein? Okay, das ist noch kein LS, aber jetzt sollte er kommen demnächst. Let's go. Zählen, genau das, aber jetzt. Mighty Mask! Mighty Mask habe ich nicht. Sehr schön, Mighty Mask auf JP habe ich nicht. Genau das, genau dich nehmen wir auf jeden Fall an am Ende noch, Freunde. So viel zu dem ganzen Step-Ups von mir auf der japanischen Version. Würde sagen, Ende gut, alles gut auf jeden Fall. Also wirklich, Evo Vegeta Dupe hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und dann wisst ihr auch schon, wenn wir die ganzen Steps gemacht haben, wird das zum normalen Banner. Aber ja, das schenkt es dann. Ihr müsst auf jeden Fall nicht mehr summonen, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Vielen Dank fürs Zusehen, für den ganzen Support. In letzter Zeit ist er wirklich richtig gut unterwegs. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.